Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar, ihr seht es schon, Planet Crafter. Wir haben ja schon mal Planet Crafter gezockt und zwar, ich weiß gar nicht, nee, das ist glaube ich nicht der Mars gewesen. Für die Leute, die das Game noch gar nicht kennen, ich werde euch jetzt versuchen abzuholen. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch natürlich die erste Staffel bei mir anschauen. Es wird jetzt eine zweite geben auf einem neuen Planeten, denn es ist ein DLC erschienen, wo man komplett auf einem neuen Planeten spielt, wo man wieder komplett von vorne anfängt und alles drum und dran. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, wir landen auf einem Planeten und anders als zum Beispiel in Spielen wie Satisfactory, wo es ja darum geht, einen Planeten auszubeuten, geht es in diesem Spiel genau um das Gegenteil. Wir müssen den Planeten bewohnbar machen. Das heißt, wir müssen den terraformen, wir müssen dafür sorgen, dass es eine Flora und Fauna gibt, dass ein Himmel entsteht und alles drum und dran. Wenn ich hier auf Spielen gehe, dann seht ihr auch hier hinten, das ist jetzt noch ein karger Planet. Und wenn ich jetzt drüber gehe, so sieht der bei mir jetzt im Spiel aus, ne? Also das ist mein alter Spielstand. Man hat so ein bisschen wie in so einem Idle-Game so Einheiten, die sich mit der Zeit generieren. Und daran wird auch ausgemacht, wie weit zum Beispiel die Atmosphäre in dem Planeten ist, ob es schon Sauerstoff gibt. Also am Anfang muss man zum Beispiel mit einem Anzug rumlaufen, der einem durchgehend Sauerstoff gibt. Später braucht man gar keinen mehr, weil einfach Sauerstoff auf dem Planeten existiert. Ja, und so sieht das dann quasi aus, wenn man so einen Planeten bewohnbar gemacht hat. Und wenn ich jetzt hier auf neues Spiel gehe, dann können wir hier, der Planet heißt Prime, und jetzt können wir Humble wählen. Das ist nämlich der DLC-Planet. Steht da auch, New Planet DLC. Ja, und das hier ist der Standardplanet. Das heißt also, es gibt jetzt neu diesen Planeten. Aber wartet mal, wie habe ich das Spiel hier? Gamers Time, okay, habe ich das genannt. Dann nenne ich das Spiel jetzt Gamers Time DLC. So, und dann werden wir nämlich hier reingehen in das Ganze. Und dann starten wir durch, Leute. Der nächste Planet wird offiziell jetzt bewohnbar gemacht. Bam. Let's go. Oh, guckt euch an, wie der aussieht. Oha, der sieht ja jetzt schon richtig so, als wenn er gammelig wäre aus. Der andere Planet, der war ja eher so wüstemäßig. Und das hier, das sieht hier, keine Ahnung, wie so ein Mond oder so, ne? Krass, okay, wir gehen direkt rein, Leute. Ich hab Bock. Let's go. Und es beginnt, Freunde. Let's go. Ich muss erstmal reinkommen, richtig wieder. Okay, hier haben wir die ganzen Sachen. Zack, erstmal. Oh, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Bitte ignorieren Sie alle früheren Versuche, den Planeten zu terraformieren. Willkommen auf dem Ihnen zugewiesenen Planeten. Ihre Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Sie müssen O2, Wärme und Druck erzeugen. Erreichen Sie zunächst 175.000 TI und schaffen Sie eine blaue Atmosphäre. So, und oben rechts in der Ecke seht ihr das auch, ne? Da ist unser TI-Wert. Wir haben gerade 0. Und jetzt geht's erstmal los. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen bauen und alles drum und dran. Hier haben wir zum Beispiel schon einen Mikrochip, den können wir später einscannen. Alles klar. Ich muss jetzt erstmal richtig reinkommen wieder ins Game, Leute. Ich habe sehr lange nicht gespielt. Hier haben wir unsere Werkbank. Da können wir erste Sachen herstellen, wie einen Rucksack zum Beispiel. Für den brauche ich 2 Eisen. Das heißt, wir können auch mal eben hier ein bisschen von dem Food und dem Wasser wegtun. Das reicht, glaube ich, schon. Und jetzt müssen wir nämlich schauen, dass wir hier ein bisschen sammeln. Hier haben wir Eisen. Zack. Das haben wir abgebaut. Das ist Silizium, das brauche ich gerade noch nicht. Wir brauchen erstmal 2 Eisen. So. Und jetzt können wir uns nämlich hier schon den ersten Rucksack herstellen. Und bam. Angezogen haben wir direkt mehr Slots. So. Jetzt müssen wir Mikrochip für Konstruktion machen. Da brauchen wir 2-mal Silizium und 1-mal Magnesium. Ne, 2-mal Silizium, 2-mal Magnesium war es, ne? So, haben wir 2-mal Silizium. Jetzt brauchen wir 2-mal Magnesium. Dolomit. Okay, hier gibt es auf jeden Fall neue Ressourcen direkt. Titan. Hier haben wir 1 Magnesium. Ja, und da seht ihr, ne? Also der sieht auf jeden Fall gerade
nicht sehr lebensfreundlich aus, der Planet. Und da müssen wir uns jetzt drum kümmern. So, tun wir direkt anlegen. Zack. So, mit Q haben wir jetzt hier die ganzen Sachen, die wir bauen können. Das machen wir aber gleich. Ich würde sagen, als nächstes stelle ich mir, glaube ich, noch einen Sauerstofftank her. Da brauchen wir zweimal Kobalt, einmal Eisen und einmal Magnesium. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal hier uns ganz schnell besorgen. Hier haben wir noch ein Magnesium. Da hinten ist nochmal eine Kiste. Hier sind ganz viele Kisten am Anfang verteilt. Wir haben auch noch keine, gar keine Map und alles, ne? Ich muss mir alles merken jetzt, wenn ich weiter weggehe. Aber hier scheint Kobalt gar nicht irgendwo in der Nähe zu sein. Es könnte sein, dass das sogar eine relativ seltene Ressource ist. So, Sauerstoff mussten wir jetzt nachtanken. Hier, guck mal, haben wir sogar Kobalt in der Kiste gefunden. Das Silizium nehme ich auch mit. Die sind später sehr wichtig, die Pflanzen hier. Die sind später wichtig. Die brauchen wir ganz, ganz dringend dann. Gummihuni, moin! Ist das das neue DLC? Ja, wir sind jetzt gerade im DLC unterwegs. Let's go! Sauerstoffrucksack. So, jetzt haben wir mehr Sauerstoff, Leute. Und jetzt müssen wir anfangen mit dem Bau einer ersten kleineren Basis. Ich würde sagen, ja, wir werden das ganze Ding ein bisschen kleiner aufziehen. Wir bauen jetzt erstmal ein Wohnmodul. Das heißt, wir brauchen jede Menge Eisen und Titan. Da tun wir erstmal so ein bisschen aneinander packen und dann, können wir loslegen. Ah, guck mal, hier ist sogar ein geiler Spot, finde ich, dafür. Guck mal, wir sind ja sogar direkt am Rand vom Planeten. So, dann würde ich nämlich sagen, dann stellen wir das hier uns, das Ganze schon mal so ein bisschen auf. Unsere Base. So, jetzt brauchen wir wieder zweimal Eisen. Oh, unser Sauerstoff, der geht auch mit der Zeit immer weiter leer. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir gleich eine Sauerstoffproduktion direkt bauen, damit wir da genug am Start haben. So, warte, wir nehmen hier direkt mal zwei noch raus. Boah, guckt euch das mal an. Jetzt wird's dunkel. Jetzt sieht man hier auch die ganzen Planeten, Leute. Das sieht schon krass aus, oder? Also mich überzeugt jetzt schon das Setting von dem Planeten. Finde ich sehr, sehr geil. Zwei Eisen, ja, okay. Wir müssen nochmal zwei Eisen holen. Aber krass, dass sie jetzt in dem DLC direkt schon wieder einen neuen Planeten rausgehauen haben. Ich habe ja damals schon gesagt, ich hoffe, dass das Game wirklich langfristig weiter entwickelt und unterstützt wird. Und so wie es aussieht, arbeiten die da kontinuierlich weiter dran. Das finde ich sehr geil. Boah, guck mal da, der hat jetzt so Flecken und alles, ne? Der sieht ja richtig krass aus. Aber ich verliere sehr schnell Sauerstoff. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Base sehr schnell zum Laufen kriegen. Wir müssen ganz, ganz schnell gucken, dass wir hier unsere Base an den Start bekommen. So. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen und Silizium für eine Tür. Zack.
Zack, Nummer 1. Ich habe noch keine Taschenlampe. Das ist gerade auch ein bisschen kritisch. Ich weiß gar nicht, kann ich die hier schon craften? Ja. Da brauchen wir noch zweimal Magnesium. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, das zu holen. Guck mal, hier haben wir noch Eisen. Sehr schön. Nehmen wir gerade mal ein bisschen was von mit, ne? Hier haben wir noch ein Magnesium. Und ein Eisen nehmen wir auch noch mal mit. Kato, moin! Alles gut bei dir? Ja, der erste Planet ist auch schon so, wie der ist. Richtig geil. Sascha, ich finde es richtig nice, dass die neue Planeten bringen. Vor allen Dingen wird der hier wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen haben. Jetzt muss ich nur noch wissen, worauf ich die Taschenlampe anmache. F. Perfekt. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Das ist gut. So. Da kommt jetzt erstmal eine Tür rein. Warnung, Energie niedrig. Ja, wir müssen Windkraftwerke bauen. Energie 1,2 pro Sekunde. Hier drinnen kriege ich jetzt Luft. Jetzt sieht man auch, hier leuchtet. Das heißt, ich habe jetzt gut Energie am Start schon mal. So, und jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Bohrer bauen als nächstes. Den brauchen wir ganz dringend. Für den brauchen wir Titan und Eisen. Guck mal, jetzt ist auch schon wieder Tag. Jetzt können wir schön fleißig wieder sammeln. Hier haben wir Titan. Eisen, Eisen. Wir nehmen erstmal jede Menge Eisen mit, damit wir gleich auf jeden Fall genug Strom produzieren. Ich gehe komplett blind rein, Gummihuhn. Ich habe mich von niemandem spoilern lassen. Ich weiß nur, es gibt einen neuen Planeten. Und ich will auch von niemandem gespoilert werden. Ich habe auch Planet Crafter so, ohne dass mir jemand geholfen hat, durchgespielt. So. Alright, Leute, let's go. Wir können den ersten Bohrer schon mal bauen. Die machen wir dann hier hin. So, und der generiert jetzt schon Terraforming-Einheiten gleich. Da seht ihr, zack, eins, ne? Das geht jetzt relativ langsam, wie ich ja schon gesagt habe. Das ist jetzt ein bisschen wie in so einem Idle-Game vom Prinzip her. Wir bauen jetzt hier noch einen Bohrer hin und dann geht das schon was schneller. Zack. Na, jetzt produzieren die hier schon. Sieht man. Ziemlich flott Terraforming-Einheiten. Das ist noch richtig wenig. Das geht später noch viel, 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 viel mehr ab. Keine Sorge. Die Eskalationsstufe, die wird noch hier nach oben gehen. Dafür ist definitiv gesorgt. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Erzbrecher. Also ein Eisen, Magnesium und 3 Dolomit müssen wir holen. Zack, 1. 2. Das war Silizium. 3. Oh, Sauerstoff. Fixity, dankeschön für 49 Monate und moin. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Eisen und Magnesium brauchen wir noch, Leute. Magnesium haben wir.
Eisen haben wir auch. So, dann holen wir uns direkt für den Terraforming-Bildschirm schon mal die Sachen. Da brauchen wir einen Kobalt. Warte, hier hinten war eine Kiste gewesen. Ich glaube, da war sogar noch eins drinne. Erkältung, da mal gute Besserung, ne? Okay, nee, ich habe beides rausgenommen und aufgebraucht. Egal, wir werden schon fündig werden. Das Problem ist, ich habe jetzt gleich keinen Sauerstoff mehr. Ich muss zurückgehen. Neuen Bauplan erhalten. Sauerstofftank Stufe 2. So, und dadurch, dass wir diese Terraform-Index generieren... Oh je, das schaffe ich nicht mehr. Jetzt werde ich sterben. Dadurch, dass wir den Terraform-Index generieren, bekommen wir auch Baupläne freigeschaltet. Das ist aber so wild, wenn man stirbt in dem Spiel. Das ist nicht so schlimm. Seine Sachen liegen dann einfach nur rum. Die kann man dann wieder einsammeln. Da ist jetzt eine Kiste, da. Und da ist jetzt mein ganzer Stuff drin. Wenn man weiter weg von der Base stirbt, dann ist es ein bisschen kritisch, weil dann muss man sehr, sehr weit laufen. Hier ist aber auch direkt eine Kiste. Ah, schade, okay, da ist aber kein Kobalt drin. Wir holen uns jetzt direkt nochmal Sauerstoff und wir müssen gucken, ob wir den Sauerstofftank Stufe 2 gleich craften können. Ja, da brauchen wir auch wieder Kobalt. Ach, du heiliger Strohsack. Okay, wir müssen irgendwie an Kobalt kommen, Leute. Das ist gerade die Ressource, die mich so ein bisschen bricht hier. Die ich dringend benötige, um weiter voranzukommen. Dementsprechend müssen wir jetzt schauen, ob wir hier irgendwo in der Nähe an Kobalt kommen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Kobalt. Okay, der Planet ist auch so ein bisschen eisig gehalten, ne? Wenn ich das so sehe. Hier ist nirgendwo Kobalt. Nirgendwo. Brobotter, moin! Alles gut, gut bei dir? Eis. Aus Eis können wir Wasser herstellen. Ich muss bestimmt den Erzbrecher nehmen, um an Kobalt zu kommen, je nachdem, kann ich mir vorstellen. Dementsprechend. Gehen wir jetzt erstmal zurück in die Base. Und gucken, dass wir das Teil bauen und gucken, ob wir dann Kobalt so produziert kriegen. Alles andere macht keinen Sinn. Bei mir ist alles bestens. Ich bin hier gerade ein bisschen unter Druck, weil ich muss schauen, dass ich mein Sauerstoffproblem schnell in den Griff kriege. So, zack, Erzbrecher. Okay, den kann ich draußen platzieren, glaube ich, oder? Ja, ja, den muss ich auch draußen platzieren. Okay, den stellen wir uns mal hier hin. So. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Zerbricht bestimmte Erze, um mehrere andere daraus zu extrahieren. Oh. Okay, wir testen das mal hiermit. Alright, wir müssen also Erze reinlegen, damit er die zerbricht und andere daraus herstellt. Deswegen nehmen wir mal das Dolomit. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das dafür da ist, um Kobalt daraus zu bekommen. So. Windkraftanlage. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Es gibt ja die Werkbank, ne? Bildschirmbaupläne. Ja gut, den muss ich mir jetzt erstmal hier auf dem Boden machen. Ja, hier seht ihr das auch, ne? Hier, wir kriegen, je nachdem, was für Luftdruck wir erzeugen. Hier bei 250 kriege ich zum Beispiel das Wohnmodul mit Fenstern. Und das hier sind alles Baupläne und das sind verschiedene
Einheiten hier, Sauerstoff, Terraforming zum Beispiel. Bei 300 TI schalte ich den Rucksack Stufe 2 frei. Ich pack da alles mögliche an Erzen jetzt rein, ne? Ich weiß sonst nicht, was ich sonst noch machen soll. Stimmt, das Game war das, ja? Das Game ist sehr, sehr geil. Boah, da brauche ich auch Kobalt. Ich muss ganz dringend an Kobalt kommen, Leute. Wir haben ein massives Problem ohne Kobalt. Nee, das ist nicht so einfach wie die erste Welt gerade. Also ich merke hier, Kobalt ist gerade bei mir ein riesen Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Das muss ich gerade lösen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier über diese Dolomit-Sachen und so funktioniert. Ja, er hat jetzt hier das eine zerbrochen und da ist jetzt mehr Stuff rausgekommen. Geil, okay. Ich glaube, da macht es für mich schon fast Sinn, einen zweiten davon zu bauen. Für den brauche ich ja nur Dolomit und Magnesium noch, ne? Dann hole ich mir nochmal Magnesium. Oh, wir können jetzt den Rucksack Stufe 2 auch herstellen. Ich hoffe, wir finden hier ein Magnesium in der Nähe. Komm schon, Magnesium, bitte. Ich brauche dringend ein Magnesium nur. Ich muss wieder zurück. Kein Sauerstoff mehr gleich. Ich habe leider kein Magnesium gerade gekriegt. Hier ist eins. Sehr schön. Direkt in der Nähe zu meiner Base gefunden. Komm, schnell rein hier. So, Sauerstoff wieder auftanken. Jetzt direkt die zweite Maschine davon bauen. Nice, wir haben zwei Kobalt gekriegt. Geil, geil, geil. Mit denen bauen wir erstmal den besseren Sauerstofftank, Leute. Damit ich einfach mehr Sauerstoff habe. Weil dann können wir auch weitere Touren und alles machen. Also das Prinzip ist jetzt relativ simpel. Wir müssen jetzt gucken, dass wir immer mehr Terraforming-Index generieren, neue Baupläne freischalten, die ermöglichen uns immer mehr und das wird immer geiler. Und der Planet wird sich auch verändern, ne? Also wenn wir später hier eine Atmosphäre haben und so, dann wird alles grün und so ein Kram. Das ist richtig nice gemacht. Ich glaube, ich brauche auch noch Eisen, ne? Für den besseren Sauerstofftank. Gegner gibt es nicht. Nein, das ist eher, also die Herausforderung ist wirklich, du musst halt einfach gucken, dass du überlebst im Sinne von, dass dir der Sauerstoff nicht ausgeht, ne? Aber selbst wenn du stirbst, verlierst du keine Sachen oder so. Inventar voll. Okay, ich muss eine Sache droppen. Oh, ich habe fast keinen Sauerstoff mehr. Wir müssen wieder zurück. Oh, jetzt kommt ein Sturm. Der könnte jetzt auch zum Beispiel für extreme Wärme sorgen, was mein Durst ankurbelt. Kriege ich hier eigentlich auch Sauerstoff drinne? Ja. Hier drinne bin ich auch, glaube ich, sicher. Also ich brauche nur noch ein Eisen. Wir versuchen, das Eisen noch zu kriegen. Perfekt, wir haben das Eisen. Ich will das Game ja eigentlich die ganze Zeit unbedingt mal mit Rumatra und Trimax spielen, aber ich weiß nicht, die haben halt, glaube ich, nie Zeit so wirklich, ne?
Weil ich glaube, das würde den... Das würde den, glaube ich, sehr gefallen. Oh no, ich habe den Stufe 1 Tank nochmal gebaut, ich Idiot. Ja, okay, es kommt später eine Maschine, da kann ich den zerlegen. Da kriege ich die Einzelteile wieder. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Man kann auch im Multiplayer spielen, ja. Okay, wir haben hier wieder zwei Kobalt rausbekommen. Sehr geil. Okay, die nehmen wir jetzt dann zum Bauen. Und zwar brauchen wir den Terraforming-Bildschirm. Das ist der. Den können wir sogar hier uns an die Wand machen. Konnte man nicht irgendwie... Ach, das muss ich erst craften, ne? Das Abrissmodul. Habe ich zu wenig Energie oder warum läuft der nicht? Mikrochip zerlegen. Silizium und Magnesium. Okay. Beides ist möglich hier zu bekommen. Saftbockwurst. Moin. Ja, Crossy, ich habe schon mal die Jungs gefragt, aber die haben halt gesagt, yo, wenn wir mal Zeit haben, ne? Ich weiß halt nicht, ob im Moment Max zum Beispiel Zeit hat. Ich könnte die mal fragen, ob die Bock haben, für ein Wochenende oder so reinzugehen. Aber ich glaube, das wird jetzt im Moment schwierig. Ich könnte die halt fragen, ob die Lust haben, dass wir nächste Woche ein Event machen oder so. Magnesium habe ich mitgenommen. Okay, sehr gut. So, wir müssen schnell wieder zurück zur Base. Sauerstoff kritisch. Boah, das wird jetzt eine ganz knappe Kiste. Jetzt wird der Bildschirm dunkel. Und genau jetzt kriege ich Sauerstoff. Boah, das war jetzt ganz, ganz knapp, Leute. Okay, wichtiges Modul jetzt erstmal craften. Oh shit, aber ich kann es nicht reinnehmen gerade. Müssen wir aber machen, geht nicht anders. Wir brauchen das. So. Wir brauchen das Abrissmodul. Damit kann ich jetzt Sachen zerlegen und dann kriege ich die Bestandteile zurück. Okay, Iridium weiß ich, wo eins liegt. Das holen wir gleich. Um ein bisschen mehr Platz im Inventar zu kriegen, mache ich jetzt extra ein paar andere Sachen noch. Oh, warte mal, wir können aber noch hier das reinhauen. Guck mal, da kriegen wir sogar noch neue Ressourcen raus. Das ist so geil. Okay, den hat er jetzt außersehen zerlegt. Oder besser gesagt, da sind noch ein paar Sachen auf dem Boden gedroppt. Aber, warte, wir machen dann erstmal
Okay, kann ich einen Schreibtisch bauen? Ja. Wir machen erstmal hier einen Schreibtisch in die Ecke. Ich habe zu wenig Strom, glaube ich. Ja, hier läuft nichts mehr. Ich habe zu wenig Strom. Ich muss mehr Strom produzieren. Wir brauchen Eisen. Ich bin gerade das DLC am Spielen. Ja, das ist auch was schwieriger. Oh, guck mal, hier haben wir gut Eisen. Da kann ich nochmal 3 Windkraftanlagen bauen mit. Ja, jetzt ist der Strom wieder da. Wir bauen erstmal Windkraftanlagen. So, zack. Black Doofy, moin. Eisen, Kobalt, Silizium. Wir haben mehrfach Kobalt. Da machen wir jetzt Sauerstoffdings von. Da kann ich auch ein bisschen länger unterwegs sein. Dann können wir einen ordentlichen Schwung Eisen ranholen. Let's go. So, jetzt holen wir richtig Eisen. Eisen ist die Mission, Leute. So. Dolomit, okay. So, jetzt haben wir sau viel Eisen geholt, Leute. Jetzt bauen wir erstmal den Bildschirm hier für Baupläne. Zack. Dann gucken wir nochmal. Habe ich hier irgendwo Magnesium? Ja, da habe ich noch welches. Zack. Oh, wir haben wieder einen Sturm. Dann bauen wir erstmal eine Stromübersicht. Ne, damit wir auch hier sehen können, wie ist unser Stromverbrauch, was haben wir. Also wir produzieren gerade 10,8 kW und 8,3 kW verbrauchen wir. Oh, es ist Meteoritenregen. Es kommen Meteoriten, oh Gott. Da droppen auch Steine. Oh, wir bleiben erstmal lieber in unserer Base. So, wir brauchen Kobalt und Silizium. So. Der verbraucht 0,4, also der müsste jetzt laufen. Zack. So, und jetzt haben wir eine Übersicht hier. Bam. So, was wir jetzt auch noch machen können mit Eis, platziere einen Samen in diesem Gerät, um Sauerstoff zu erzeugen. Das können wir gleich angehen. Eis können wir ganz easy besorgen, Leute.
Und egal, ob wir jetzt Sauerstoff, Wärme oder Luftdruck erzeugen, na, ihr seht ja, also die Bohrer, die ich gemacht habe, die erzeugen gerade hier Luftdruck, ne, NPA. Da machen wir gerade 1,2 in der Sekunde. Und das zählt alles als Terraforming-Index. Der zählt alles zusammen. Da geht alles mit rein. So, jetzt ist der Meteoritenhagel zu Ende. Jetzt gehen wir direkt los und dann holen wir ein bisschen Eis. Samen sind in den Kisten. Die holen wir gleich, ja. Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Eis ran. Das ist ein komplett neuer Planet. Ja, das DLC hat einen neuen Planeten. Hier, der ist mit Eis und allem. Hier haben wir sogar Samen, ne? Guck mal, 350%. Das ist crazy viel. Der sollte eigentlich gut eskalieren. Der sieht übel nice aus. Du musst mal sehen, wie der Himmel bei Nacht hier aussieht. Du siehst hier komplett andere Planeten und alles. Ich werde versuchen, Rumatra und Trimax zu überzeugen. Es ist ja schon lange her, wo ich den ersten Planeten gespielt habe, dass wir einen 48-Stunden-Stream machen, wo wir den ersten Planeten komplett durchballern. Da, also, das Game müssen die fühlen. Das geht nicht anders. Die müssen das Game lieben, beide. Oh, Kobaltkometen waren das. Hier liegt überall Kobalt jetzt rum. Ich will aber noch ein Eis mitnehmen, damit wir noch einen weiteren Pflanzendings bauen können jederzeit. Zack, da stellen wir uns nämlich 3 Stück in die Butze und dann passt das. So, haben wir auch noch einen dritten Samen mit dabei, dann sollte die ganze Kiste gut laufen. So. Zack. Hier kommt jetzt der rein. So, der generiert jetzt Sauerstoff. Hier kommt jetzt der rein. Der generiert jetzt auch Sauerstoff. Die müssen noch, glaube ich, wachsen, je nachdem. Ne, man sieht das hier schon, ne? Der erste Sauerstoff wird generiert. So, jetzt haben wir Sonnenkollektor neu freigeschalten. Die brauchen Kobalt und Silizium. Da können wir direkt einen bauen. Hier. Ihr seht, das Ganze nimmt langsam Form an. Die produzieren sogar richtig viel hier. So, und ich glaube, wir haben für ein weiteres Teil, genau, hat uns noch Magnesium gefehlt. Zack, stellen wir auch hier hin. Und da kommt der nächste Samen rein. So, bam. Jetzt wird schon Sauerstoff produziert. So, und das nächste, was wir jetzt brauchen, ist noch eine Heizung. Das heißt, wir müssen jetzt Silizium und Iridium besorgen. Wait, warte mal. Hatten wir hier irgendwo noch Kobalt? Nee, ne? Hier habe ich 2 Kobalt drinne. Okay, da kann ich mir noch einmal ein Sauerstoff-Dings von herstellen. Nagori, moin! Gute Besserung! Da bekommt man auch direkt Bock, es zu zocken, ja? So. Oh, wir tun eine Sache fooden mal eben. Sehr schön. So, wir haben, glaube ich, hier einen Chip drin gehabt. Ja, nehmen wir direkt mit. Bauplan, ganz wichtig. Jetzt haben wir gerade hier wieder einen Hitzesturm. Ist aber nicht schlimm. Hier haben wir die nächste Kiste. Hier sind Lima-Samen drin. Die lassen wir erstmal noch. Ich hatte irgendwo weiter entfernt, ich glaube da hinten ist das, eine Kiste gesehen. Da war Iridium drin, eins.
Ja, hier ist ein Iridium drin. So, das Eisen nehmen wir auch alles mit. Kobalt habe ich eingesammelt, ja. So, das haben wir jetzt genommen. Hier haben wir nochmal Kobalt. Aluminium ist hier sogar gedroppt. Das haben wir jetzt gefoodet. Das Dolomit nehmen wir noch mit. Jetzt haben wir den Bohrer Stufe 2 erhalten. Der haut natürlich noch mehr rein, ne? Das nimmt jetzt langsam aber sicher alles Fahrt auf. Wofür sind die Bauplanchips? Damit lernst du neue Sachen. Das siehst du jetzt auch gleich. Werdet alles sehen, Broboter. Ich erkläre euch das dann immer. Keine Sorge. Wir haben jetzt einen Bauchip gefunden und den können wir jetzt lernen und dann kriegen wir einen neuen Bauplan damit freigeschalten. So, jetzt gehe ich hier rein, zack, hier hin. Entschlüssele einen Mikrochip-Bauplan. Bam. Neuen Bauplan erhalten, Abbaugeschwindigkeit, Stufe 1. So, da tut unser Teil schneller abbauen mit. So, was jetzt aber wichtig ist, was wir als nächstes angehen, ist erstmal, wir machen jetzt eine Heizung. Eine kleine. Die muss auch drinne gebaut werden. Die setzen wir uns hier hin. Wieder ein Kometenhagel. So, jetzt wird auch schon Wärme erzeugt. Da seht ihr es. Und wir können einen Bohrer Stufe 2 bauen. Machen wir auch direkt mal. So. Ich bin gerade noch am Schauen, Leute. Wir brauchen Wir müssen auf jeden Fall gucken, glaube ich, dass wir neue Mikrochips finden, je nachdem. Herstellen Bildschirmfortschritt. Ja, den müssen wir auch noch freischalten. Den habe ich hier aber nirgends, ne? Also auf der nächsten Stufe kommt der Rucksack Stufe 3. Ich muss mal gucken, ob ich an der einen Werkbank jetzt den Zweier herstellen kann. Oder ob da weiterhin nur der Einser drin ist. Gaming of Days, moin. Ne, das ist weiterhin der Stufe 1 Rucksack, ne? Okay, je nachdem muss ich dann noch ein paar Chips finden. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen. Da oben haben wir auf jeden Fall jede Menge Kobalt. Aluminium. Guck mal, da haben wir noch eine Box. Boah, der Planet sieht schon krass aus. Guck mal, da haben wir auch schon so Module, ne? Also hier gibt es auch Wracks, die rumliegen und da finden wir auch Chips und sowas drin. Ja, okay, wir müssen Sauerstoff uns machen. Es könnte sogar sein, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe zum Dings. Ah, er sagt jetzt schon Warnung Sauerstoff. Boah, das wird wieder hart knapp werden.
Eieiei, das könnte sein, dass ich jetzt genau vor der Kapsel draufgehe. Der Bildschirm wird immer dunkler und dunkler und dunkler. Oh, ich hab's noch geschafft. Ich hab's noch geschafft, Leute. Okay, wir haben 3 Sauerstoffkapseln. Dann packen wir jetzt erstmal ganz kurz die Sachen hier rein. Damit machen wir uns voll. Kannst du den Tank 2 schon bauen? Ich hab den, aber ich hab noch nichts, wo ich den herstellen kann. Doch, ich muss die Herstellungsstation Stufe 2 bauen. Oh, ich Dulli. Die habe ich die ganze Zeit übersehen. Oh, jetzt kann ich schon einen Rucksack Stufe 3 bauen. Ja, ey, okay, alles klar. Alright, Leute. Ja. Okay, kriegen wir hin. Passt auf. Wir können als nächstes dann das hier reinnehmen, wahrscheinlich, Schatz, ab morgen. Wenn da jetzt die letzte Folge kam. Ich glaube, die können nur Dolomit zerbrechen, wenn ich das richtig sehe. Die haben bis jetzt hier nichts von dem anderen produziert. Es geht wirklich nur Dolomit bei denen rein. So, okay. Zack, Herstellungsbank, genau. So. Ja, hier können wir jetzt, guck mal, Rucksack Stufe 3. Da brauchen wir den Zweier, den können wir, wenn wir einen Titan haben, herstellen. Und den können wir machen, wenn wir noch Magnesium, Titan und Kobalt haben. Oh, nice, ja. Ja, oder die brauchen einfach sehr lange, um das herzustellen, ne? Okay, wait, warte, wir machen jetzt eins nach dem anderen. Also, erstmal den hier. So, weil jetzt habe ich nämlich mehr Platz wieder. Für den brauchen wir jetzt nochmal Magnesium und Silizium. So, zack, jetzt kommt der nächste Sauerstofftank. So, jetzt haben wir schon 200. So, da brauchen wir 2 Aluminium, Titan und Silizium. Aluminium weiß ich ja, wo ich es kriege. Dann gehen wir jetzt direkt los. Zur Raumkapsel. Raikano und Captain Kuddel. Dankeschön, ihr beiden, für eure Follows. Herzlich willkommen. Oh. Das packen wir alles hier rein. So. Und dann gehen wir erstmal los. Ich glaube, ich hätte die Taschenlampe, das Modul, reinsetzen müssen. Aber egal. Passt erstmal. Ziel ist jetzt erstmal, an ein bisschen Aluminium zu kommen. Guck mal, haben wir schon eins? Und ich weiß, dass da in der Kiste welches war. Das holen wir uns. Perfekt. Guck mal, da haben wir die nächste Kiste. Psy-Doktor, moin, alles gut? Ja, und selbst? Bei dir auch alles gut? Boah, hier ist sehr viel Eisen drin, okay, alright. Da hinten ist noch eine Kiste. Sauerstoff habe ich ja einiges dabei, das passt also. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, kann man eins trinken. Okay, wir gehen mal da hoch. Wir gucken uns das mal an. Das sieht interessant aus hier. Sauerstoff haben wir. Jetzt wird es auch dunkel. Oh. Offline. Da haben wir ein Iridium. Sehr schön, das nehmen wir erstmal mit. Hier haben wir nochmal Iridium. Da packe ich mal das Titan für. Ich nehme das Iridium mit einfach, weil das ist, finde ich persönlich, schon sehr wichtig. Hier haben wir sogar noch eine Kiste am Boden. Die hier können wir demontieren, da kriegen wir dann auch Ressourcen raus. Es lohnt sich aber erst, wenn ich mehr Platz habe. Boah, hier sind richtig krasse Sachen bei, ne?
Also das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und das nehmen wir mit. Also 4 Iridium auf jeden Fall. Das brauchen wir. Jetzt können wir uns langsam aber sicher auf den Rückweg machen. Da, jetzt sieht man wieder das krasse Muster von diesem Planeten. So, Sauerstoff, zack, haben wir drinne. Weiter geht's. Magnesium? Ja, komm, wir nehmen noch mal ein Magnesium mit, würde ich sagen. Dolomit muss ich eigentlich auch gleich mal ein bisschen was holen, damit wir dann da mehr Erze draus herstellen können. Aber mit dem, was ich jetzt habe, da können wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Stuff machen in der Base. Das wird schon sehr, sehr gut funktionieren. Okay, let's go. Da haben wir schon mal das Teil. Oh, guck mal, neue Bauplan erhalten. Innenleiter. Da kann ich jetzt ein Stockwerk draufsetzen bei mir. Das ist natürlich auch sehr geil. So, Iridium lagern wir erstmal hier ein. Aluminium brauchen wir ja. Damit mache ich mich jetzt auf den Weg erstmal zur Base. So, die Stromproduktion, die ist auf jeden Fall am Laufen. Sehr schön. Bam. Dafür. Ja, guckt euch mal an, jetzt haben wir schon viel mehr Platz, ne? Das ist halt das Geile. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Produktion ankurbeln, um einfach ein bisschen mehr Fortschritt zu machen. Ich bin gerade am Überlegen. Also wir haben jetzt den Sonnenkollektor, der kommt hier als nächstes. Da ist der Vorratsschrank, ja. Startrampe, okay, das wird ja noch was dauern, bis wir da hinkommen, ne? So, hier kommt als nächstes die Heizung Stufe 2 beim Sauerstoff. Das heißt also, ich glaube, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich jetzt mehr Sauerstoff erzeuge. Da bleibt mir aber nichts anderes übrig, als einfach Pflanzenröhren zu bauen. So, und für die Dinger brauche ich halt Kobalt, ne? Ohne Ende. DJ Relaw, moin moin, alles gut bei dir? So, zack. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rein. So, dann packen wir hier ein bisschen Stuff in die Kiste. Ach, guck mal, wir haben hier sogar Eis ohne Ende. So, was brauchte ich dafür? Eis, Magnesium, Eisen. Ja, perfekt. Da kann ich mein Inventar auf jeden Fall gut mit leeren. Das können wir dann hier reinpacken erstmal. Einen Sauerstoff habe ich ja noch auf der Hand. Strom müssten wir eigentlich mehr als genug am Start haben. Dementsprechend. Ja, zimmern wir jetzt hier eine Röhre hin und dann kommen hier noch welche hin. Oh, ja, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Lösung des Ganzen wird einfach sein, dass ich noch mehr Dings baue. Sonnenkollektoren. Das heißt, wir müssen Eisen, Kobalt, Silizium holen. So, okay. Eisen, Kobalt, Silizium. Kriegen wir ran. Und Pflanzen müssen wir mitnehmen. Die aber nicht. Wobei, doch, die nehme ich mal mit. Haben wir hier noch Kobalt liegen? Ne, ich glaube, das ist schon despawned leider, ne? Dolomit nehme ich auf jeden Fall mal mit. Das können wir nämlich dann gleich zerlegen.
So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, wir müssen Eisen auf jeden Fall dann mitnehmen. Dann kann ich nämlich Windkraftanlagen bauen, zur Not. So, die Slots, die jetzt noch übrig sind, das ist alles für Eisen. Dolomit. Pim, 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 pim. Ja, das Kobalt ist komplett despawned alles. Sauerstoff haue ich mir gleich rein. Ich lasse den jetzt halt wirklich komplett leer gehen, bevor ich reinhaue. So. Hier haben wir nochmal Dolomit, okay. Mist, ich brauche Eisen. Dolomit sieht immer genauso aus wie Eisen. Das ist das Problem. Na, okay, jetzt sind wir hier bei der Base. Ja, dann baue ich erstmal kurz Windkraftanlagen noch. Weitere. Okay, die eine hat auf jeden Fall gereicht. Dann kann ich hier... Ach, guck mal, da sieht man, was produziert wird, sehe ich gerade hier. Da steht ja auch, Dolomit wird zu Kobalt. Okay. So, ...0,15. 0,3 macht der. Der macht 0,45. Okay. Die Wärmepumpe Stufe 2, die Wärme, also die Heizung Stufe 2, die müsste ich gleich kriegen, ja. Das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ja, jetzt kriege ich hier auch jede Menge Dings raus. Da können wir schon mal hier das zweite von bauen. Warte mal, den kann ich dann wieder abreißen. Eigentlich reicht mir einer dann. Dann kann ich hier das schon mal reintun. So. Ja, Gummihuni, aber nichts spoilern hier, ne? Sonst müssen die Mods aktiv werden. Zack, zack, zack. So. Okay, dann gucken wir mal wegen Pflanzen noch. Vielleicht finde ich ja noch was. Ah ja, nee, 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 nee. Dann müsst ihr warten, bis ich selbst Sachen entdecke und so. Nichts nachfragen oder so. Bei einer Frage kann ich nämlich nie ausmachen, ob ihr das fragt, weil ihr es wirklich nicht wisst oder weil ihr euch denkt, ja, dadurch fällt dem das dann auf, ne? Und ich umgehe diese Backseat-Gaming-Regeln, ne? Sowas ist auch nicht erlaubt. Da will ich lieber auf Nummer sicher gehen.
So, warte mal. Nee, das brauche ich nicht. Das nehmen wir mal mit. Leute, man bleibt in der Luft fliegen, wenn man hier das mit Q öffnet. Zack. Okay. Nice. So, jetzt können wir, glaube ich, nochmal, ja, eine bauen. Machen wir auch direkt. Schmusekatzi, moin. Alles gut bei dir. So, zack. Dafür bräuchten wir Eis. Ich könnte aber noch Bohrer bauen, ne? Ich kann sogar Stufe 2 Bohrer noch einbauen. Die reiße ich jetzt ab. Weil dann können wir nämlich jetzt hier auf die Stufe 2 upgraden eher. Oh, wir gucken mal, ob ich noch 2 Kobalt zufälligerweise habe, weil dann kann ich direkt nochmal Strom machen. Nee. Okay, das heißt, dann müssen wir wieder eine Windkraftanlage nachsetzen. Passt. Okay. Wohnmodul Glas erhalten. 9 Bauplan erhalten, Kommunikationsantenne. Bildschirm. Okay, da brauchen wir nur ein Eisen. Oh, nice. Und wir haben die Heizung Stufe 2. Aluminium, Eisen, Titan. Boah, da brauchen wir aber jetzt wieder ordentlich Stuff, ne? Da müssen wir mal gucken hier. Iridium habe ich ja glücklicherweise, Leute, sehr viel mitgenommen. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich direkt 2 Heizungen in die Base ballern. Also wir kriegen auf jeden Fall ein Iridium raus, wenn ich die eine Heizung abreiße. Und wir haben hier 4 Stück. Ich habe hier nochmal 2 Aluminium. Das heißt, ich brauche jetzt noch 2x Titan, 2x Eisen. Und bam, haben wir 2 Heizungen. 2 dicke, die ich schon bauen kann. Sehr, sehr, sehr geil. So, wir haben einen Titan. Hier haben wir ein Eisen. Das ist schon mal die erste Heizung. Hier haben wir noch ein Eisen. Ich brauche noch einen Titan, aber wir müssen auch wegen dem Strom gleich dann drauf achten, Leute. Ich habe jetzt vor knapp einer Stunde angefangen. So, Titan, bam. Haben wir. Nehmen wir noch mit hier, komm. Haben wir ein bisschen Ressourcen noch. Zack. Ein Titan können wir hier schon mal reinhauen. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube nämlich, wenn ich jetzt die beiden Heizungen platziere, dann habe ich keinen Strom mehr dafür. Müssen wir einfach mal schauen. Okay, hier ist wieder ein Kobalt. Also, 32,2 und 33,9 produzieren wir. Ja, die brauchen sehr, sehr viel Strom, glaube ich. 3,5. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Strom produzieren. Mehr.
Oh, was ist das für ein Event? Alter, guck mal da hinten. Was ist das? Das sieht richtig krass aus. Ich krieg zu langsam Dings rein, ne? Ich muss erstmal hier, glaube ich, mir eine Kiste bauen, wo ich den ganzen Stuff, den ich habe, reinpacke. Und dann gehen wir gleich nochmal auf eine Tour und holen nochmal ein bisschen was. Okay, nice. Jetzt hat er hier Dings gemacht. Da kann ich auf jeden Fall nochmal einen Solarpaneele bauen. So, mit der habe ich jetzt auf jeden Fall genug Strom wahrscheinlich. Aber was jetzt fehlt, ist wieder Eisen. Gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt? 42. Das heißt, ich kann jetzt je nachdem die beiden abreißen. Wir haben jetzt 40. Das müsste eigentlich passen. Ich nehme die Heizung raus. Ich mache eine Stufe 2 lieber hier hin mir. So. Die kommt schön in die Ecke. Und die auch. So. Jetzt wird auf jeden Fall gut Wärme geballert. Guckt euch das mal an, wie die Wärme hochgeht. Das ist am Laufen, oder? Bam. So, und durch Wärme schalten wir jetzt wieder was Neues gleich frei. Wir kriegen bei 500 NK, da kommen wir jetzt relativ zügig dann, glaube ich, hin bald. Ach nee. Wir müssen mal weiter hier rüber. So, bei 2 NK kriegen wir als nächstes den Fortschrittbildschirm. Den brauche ich jetzt. Das ist quasi meine nächste Aufgabe. Easy going. Komm mal gut hin. So, wir müssen eben uns kurz was Wasser holen. Wasser können wir auch easy mit Eis herstellen. Das muss ich dann sammeln. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir müssen Eis sammeln gehen. Ja, sonst verdurste ich. Dementsprechend, let's go, Leute. Wir holen was. Jetzt steigt auch zum Beispiel der Terraforming-Index. Das seht ihr oben rechts. Der steigt jetzt sehr schnell an. Wärme ist halt sehr strong, ne? So, wir müssen gucken, dass wir hier Eis jetzt finden. Das war Dolomit. Sunny oder Sunny, moin. Ich hoffe, alles ist gut. Mehr Eis. Viel mehr Eis brauchen wir. Okay, wir können nichts mehr tragen. Damit gehen wir jetzt schnell zurück. Boah, das wird auch wieder eine ganz knappe Kiste mit der Kapsel. Ich bin sehr weit rausgegangen wieder. Boah, jetzt laufe ich auch noch hier so einen richtigen Umweg. Ei. Wir haben den neuen Bildschirm. Sehr schön. Da ist die Kapsel. Boah, das schaffe ich nicht. Nein. Never. Da gehe ich drauf. Das ist zu weit entfernt. Bildschirm fängt an, dunkel zu werden. Ich werde genau vor der Kapsel das Zeitliche segnen. Werfergerste, moin. Alles gut bei dir, aber ist halb so wild? Unsere Kiste ist hier direkt. Zack, haben wir wieder alles. So, jetzt müssen wir aber trotzdem Wasser herstellen.
Machen wir mal 4 Stück. Die reichen erstmal. Solange man in der Nähe von der Base stirbt, ist alles kein Problem. Ihr dürft nur nicht weiter wegsterben, sonst müsst ihr euch erstmal mit Sauerstoff und so eindecken, damit ihr überhaupt wieder an eure Sachen rankommt. Das ist das Riesenproblem. Kobalt brauchen wir 1. Da hat doch die Maschine bestimmt. Ja, hat sie gemacht. Sehr schön. So, da können wir direkt Dolomit wieder nachlegen. Die muss immer laufen jetzt. Das ist wichtig. So, Terraforming-Bildschirm. Den hauen wir uns jetzt auch noch an die Wand hier. Nee, den habe ich ja schon. Den Fortschrittsbildschirm. So. Das ist mit Abstand der wichtigste überhaupt. So. Weil, da seht ihr es. Das ist der Progress. Oh, warte mal, der hängt aber nicht richtig. Den müssen wir nochmal neu machen. So ist der richtig schön gerade, ne? Ja, so. So. Das ist der Progress, den wir hauptsächlich machen durch unseren Terraforming-Index. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 8,2% von einem unfruchtbaren Planeten hin zu einem mit einem blauen Himmel. Ihr werdet das auch sehen mit der Zeit. Jetzt seht ihr das gerade ja schon so. Okay, es ist jetzt dunkel, da seht ihr natürlich relativ wenig. Aber die Atmosphäre hier, die wird irgendwann bläulich werden. Das ist sie im Moment noch nicht. Und das wird passieren, je weiter die Prozente voranschreiten, dann tut sich auch visuell alles auf dem Planeten ändern. Später wächst Gras, dann kommen Pflanzen, später sogar Tiere und alles. Das wird richtig krass noch werden. Und das Ganze versuchen wir natürlich jetzt immer weiter anzukurbeln, ja? Indem wir weiter immer mehr produzieren. Hier kriegen wir den Sauerstofftank Stufe 3 bei Sauerstoff, wenn wir da auf 5 PPT kommen. Das wäre natürlich auch ziemlich nice. Ich würde aber ganz gerne jetzt als nächstes schauen wollen, dass ich auf mehr Wärmepumpen noch komme. Also eine würde ich auf jeden Fall gerne noch dazu bauen. Aber dafür müssen wir auch mehr Strom haben wieder. Das heißt, wir müssen erstmal schauen. Können wir hier? Ja. Können wir einen nachbauen noch. Zack. Wir können sogar, glaube ich, einen zweiten nachbauen, wenn ich hier Kobalt drin habe. Habe ich nicht. Da müssen wir hoffen, dass hier gleich noch ein Kobalt durchkommt. Aber dann haben wir erstmal mehr als genug davon. So, und dann mache ich mich auf den Weg. Ich weiß nämlich, wo wir noch was herkriegen. Ah, ich glaube, da kann ich aber noch nicht hingehen mit meinem Sauerstofftank momentan. Wir müssen halt auf mehr Sauerstoff kommen, ne? Das ist das Ding. Ich habe aber auch noch einiges an Eis. Da könnten wir eigentlich jetzt überlegen, dass wir vielleicht gleich noch einen weiteren Pflanzentank bauen. Lucy, dankeschön für die 200 Bits. Liebe geht raus. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, dann sammeln wir erstmal Dolomit und dann gucken wir mal, ob wir hier in der Umgebung was finden. Hier hinten war ich zum Beispiel in dem Bereich noch gar nicht groß unterwegs, ne? Guck mal, da hinten sieht es aus, als wenn es da Richtung Schwefelfelder oder so geht. Hier haben wir sogar noch Kisten, die ich nicht gelootet habe. Da ist sogar auch nochmal irgendwelche Sachen, Wracks oder so. Hier haben wir eine Wasserflasche Kobalt, das nehmen wir mit. Eisen ist so wichtig am Anfang. Das braucht man für allen möglichen Kram. Nochmal ein Kobalt. Da sind sogar noch Kisten. Ich guck mal, ob ich da was geplündert kriege. Hier liegt ein Rover. Oha, explosiv. Okay, müssen wir aufpassen. Zweimal Iridium, sehr geil. Die neuen Solarpaneele haben wir gelernt. Oh, Kobalt, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da tun wir Silizium weg für. Okay, wir müssen uns auf den Weg zurück machen. Das DLC ist schon längst draußen. Das ist schon längst released, das DLC, Leute. Oh Gott. Ich schaffe es nicht. Oh, ich hab's geschafft. Junge. Oh.
Zack. Okay, wir haben direkt noch einen gebaut. Sehr geil. So, jetzt können wir direkt unsere Stromversorgung noch mal ein bisschen aufpeppen. Okay, wir brauchen Silizium. Da kann ich aber direkt mehrere bauen. Oh, wir könnten sogar mit Aluminium und Dings große bauen, ne? Aluminium habe ich jetzt gerade aber nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dann bauen wir jetzt erstmal noch ein paar von den kleinen hier. Aluminium müssen wir dann gleich schauen, dass wir das besorgt kriegen. Aber die kleinen reichen auch erstmal. Brauchen noch ein Silizium. Ah, haben wir noch was. Sehr schön. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Stromversorgung. Und da können wir jetzt anfangen, die Winddinger abzureißen, weil Strom habe ich mehr als genug. Über die Solarmodule, wir gucken jetzt mal. Ja, wir sind noch immer bei 58. Titan, gucken wir mal, ob wir noch was haben. Klar, da fängst du komplett von neu an. Ist ein neuer Planet, Digi. So, sehr schön. Bam. So, dann kommt hier das Eisen rein. Oh, wir haben hier sogar noch Titan, ja. Wir müssen eigentlich ein bisschen Silizium und Titan jetzt ranholen wieder. Weil das brauchen wir zum Bauen. Damit kann ich jetzt erstmal meine ganze Economy weiter ausbauen. Ah, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Titan nehmen. Die Ressourcen, die verlocken einen immer ganz schnell, viel zu weit rauszulaufen, um drauf zu gehen. So, jetzt haben wir nochmal zwei Titanen hier. Ja, sehr schön. Okay, das bringen wir jetzt erstmal zurück. Damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Ich sollte nicht zu greedy sein. Ich bin ja sowieso auch voll. Na, da kann ich ja jetzt erstmal eh nichts mehr schleppen. Die Kiste habe ich, glaube ich, mittlerweile komplett leer geplündert, ne? Ja, okay, da ist noch Kunststoff und so drin. Oh, guck mal, hier haben wir drei Titanen liegen. Muss ich mir merken. Direkt schräg von dem Dings. Das holen wir gleich. Ich verbaue jetzt das, was ich habe, erstmal. Busfahrer Beppo. Moin, alles fit? Ja, und selbst? Bohrer Stufe 2. Der wird jetzt auch direkt verbaut. Bam. So. Da brauchen wir nur noch Titan. Wenn wir die drei holen, dann kann ich nochmal zwei Bohrer bauen. So, mit dem Silizium, was ich habe, da können wir dann gleich noch weitere Solarpaneele bauen. Dann haben wir auch den Strom und so ausgeglichen. Und ja, ihr seht ja, unser Terraforming-Index, der ist am Laufen, ja. Also das, natürlich geht es noch krasser. Der ist jetzt noch nicht der Hauptfokus, das kommt noch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug, dass wir wieder Bohrer an den Start bringen können. Machen wir direkt. Erzbrecher Stufe 2. Oh, nice. Bohrer Stufe 2. Bam. Bam. Ja, jetzt haben wir wieder keinen Strom. Ist aber nicht schlimm. Wir können nämlich direkt wieder hier Solarpaneele bauen und dann läuft die ganze Kiste sofort wieder. Zack.
So, und wir können direkt gleich noch eins bauen. Okay, da brauchen wir aber noch mal ein bisschen Kobalt. So, wie sieht's hier aus mit den Bauplänen? Der wird gleich aktiv. Hier kriegen wir jetzt bald den Vorratsschrank, ja? Okay, da müssen wir mal gucken. Erzbrecher Stufe 2. Der braucht Bauxit. Das ist neu. Das hatte ich vorher noch nie. Okay, keine Ahnung, wie man an Bauxit kommt. Müssen wir mal schauen. Machen wir erstmal das hier. So. Oh nice, wir haben das Exoskelett Stufe 2. Ich habe mir gar nicht das Stufe 1 gemacht, ne? Da kann man nämlich mehr Ausrüstung mittragen. Da brauchen wir Silizium und Magnesium. Das ist natürlich ein bisschen gefailt von mir, aber egal, halb so wild. Oh. So. Jetzt kann ich nämlich hier mehr Sachen drin haben, wie ihr seht. Das heißt, wir bauen uns jetzt als nächstes oder holen jetzt erstmal die Taschenlampe. Und das Exoskelett erhöht auch die Laufgeschwindigkeit. Das heißt, wir kommen jetzt mit Sauerstoff, den wir zur Verfügung haben, nochmal einen Ticken weiter. Okay, jetzt müssen wir mal gucken für das Stufe 2 Exoskelett, was wir brauchen. Ace Black Fire, moin mein Lieber, alles gut? Schön, dass du da bist. Generell geil, dass so viele von euch da sind, Leute. So, wir brauchen Aluminium, zweimal Magnesium, Silizium, Titan. Also gefühlt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ein Silizium noch. Ja, ich muss jetzt nur noch Aluminium holen. Okay. Wo es das gibt, wissen wir ja schon. Entsprechend versuche ich mich jetzt auf dem Weg dorthin schnell zu machen. Weil das Stufe 2 Exoskelett wäre schon sehr, sehr geil, wenn wir das kriegen. Müssen wir mal jetzt gucken, ey. Okay, hier ist kein Aluminium gewesen. Das ist natürlich doof. Boah, das ist zu weit. Da kann ich noch nicht hingehen. Da müssen wir gucken, ob wir jetzt hier auf dem Rückweg irgendwo was sehen. Aber ich glaube, selbst bis zur Kapsel könnte es jetzt schwer werden für mich. Wir brauchen ganz dringend ein Aluminium. Das wird sehr knapp, aber ich glaube, ich schaffe das. Oh je. Geschafft.
Okay, wir gucken nochmal, ob wir hier auf der linken Seite irgendwo Aluminium finden. Ansonsten muss ich gleich mit dem Kobalt, was der Erzbrecher gemacht hat, erstmal schauen, dass ich Sauerstoff herstelle. Damit wir weitere Wege gehen können. Ich hätte vorhin vielleicht die Ressourcen aufsammeln und hier in die Kisten legen sollen. Weil hier lag vorhin Aluminium. Und ich Depp hab's nicht mitgenommen. Wahrscheinlich ist das jetzt schon despawned. Naja, hier liegt nichts mehr. Da hätte ich dran denken müssen, das zu nehmen und dann in eine Kiste zu packen erstmal. Hier haben wir auch nichts drin, aber das Titan nehme ich schon mal mit. Okay, dann müssen wir jetzt zurück in die Base. Ich nehme noch so viel Dolomit mit, wie es geht. Dann können wir das nämlich verarbeiten lassen und dann machen wir gleich mit dem Kobalt Sauerstoff. Und dann gucke ich, dass ich da hinten hingehe, wo die ganzen Dings sind. So, zack. So. Alright. Sauerstofftankstufe 3. Vielleicht habe ich Glück und kann den sogar herstellen. Mit den Sachen, die ich hier habe. Der braucht bestimmt aber auch Aluminium oder so. Ja, der braucht Aluminium. Eisen und Aluminium. Aluminium ist jetzt so wichtig. Das brauchen wir ganz, ganz dringend. Oh, nice. Der hat nochmal Kobalt in der Zeit produziert. Moin, Hudiatex. Kissen kann man bestimmt nicht übereinander stapeln, oder? Nee, das geht leider nicht. Dann machen wir nochmal eine hier. So. Okay, wir haben jetzt einigermaßen Stuff. Mit dem mache ich mich jetzt auf den Weg. Jetzt ist die Mission, dass wir auf jeden Fall mindestens 2 Aluminium besorgen müssen, Leute. Weil wenn wir die haben, besseres Exoskelett. Dadurch laufen wir schneller, heißt höhere Range. Sauerstofftankstufe 3, mehr Sauerstoff, noch mehr Range. Und dann können wir mehrere Erkundungstouren machen langsam. Mit. Ich finde geil, dass das Setting bei dem Planeten so ein Eisplanet ist. Das ist richtig nice. Okay. Kobalt nehmen wir auch noch mit. Ah, Stufe 2 Dings. Die können wir aber abreißen. Guck mal, und die geben Aluminium. So, und da können wir nämlich das, was ich an Ressourcen nicht brauche, bevor wir das jetzt hier abschmeißen, können wir das nehmen und packen das dann hier rein. Oben war auch noch eine Kiste, ne? Ja.
Okay, perfekt. Wir haben jetzt mehr als genug Aluminium. Wir haben richtig gut Aluminium hier rausgeholt. 4 Stück. Damit können wir erstmal gut was machen wieder. Let's go, zurück zur Base. Das läuft, Leute. Wir sind sehr stark dabei. 1,5 Stunden und wir sind schon richtig, richtig gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Progress. Hier, da seht ihr das auch am Himmel, ne? Hier, der ist ja noch leicht grün. Ist ein bisschen bläulich schon, aber das wird alles noch richtig schön hellblau werden. Dass man dann wie in Wirklichkeit so einen richtig schönen hellblauen Himmel hat. Wenn es tagsüber dann ist. Und keine Wolken. Wolken gibt es ja sowieso noch nicht. Die müssen auch durchs Terraforming kommen. Dann kann es auch regnen und alles. So. Sauerstoff getankt. Let's go. Weiter geht's. Moin, Lex. Okay, wir sind jetzt an der Base. Wir brauchen einen Titan. So, dann können wir jetzt schon mal den Sauerstofftank Stufe 3. Guck mal, der hat 280. Let's go. So, 2 Magnesium, Silizium und ein Titan noch. So, nächste Exoskelett. Bam, jetzt laufen wir schon so schnell, wenn ich laufe. Das ist also so ein Change nochmal. Mikrochip, Abbaugeschwindigkeit. Rüste den Chip aus, um die Erzbauzeit zu verkürzen. Brauchen wir eigentlich nur noch Magnesium und Silizium. So, Sauerstoff. Direkt nochmal welchen angefertigt. So, dann nehmen wir nochmal hier. Das. Und damit bauen wir jetzt nochmal Solarpaneele. Müssen wir nochmal neu machen. Das war nicht schick. So. Zack, haben wir dran. Für ein weiteres brauchen wir Silizium. Da müssen wir mal gucken, ist die Kiste hier voll? Nein, noch nicht. Wir haben kein Silizium mehr. Ist natürlich übel. So, wir tun erstmal das alles da rein. Dann machen wir hier haufenweise Eisen rein, dann das. So, so, so. Zack, dann haben wir sehr viel Sauerstoff. Das kann ich noch anziehen. Das kann ich hier rüberpacken. Dann können wir die 3 Dings hier reintun. So, warte mal. Wir haben auch noch sehr viel Eis und so, ne? Guck mal, wir können jetzt Pflanzenröhren Stufe 2 machen. Wir müssen Silizium holen. Und wir haben jetzt die Vorratsschränke. Sehr geil. Die brauchen 3 Eisen. Da können wir dann mal hingehen. Und nehmen das mal. Das machen wir so. So, jetzt haben wir sogar den Bohrer Stufe 3. Ey, das geht hier gerade Schlag auf Schlag, die Sachen freizuschalten, Leute. So, Schrank, bam. Guckt euch das mal an, wie viel Platz der hat, ne? Also, das ist ja schon weit, weit mehr, als wir eigentlich brauchen. Aber, lieber haben als vermissen. Zack, zack, das kommt hier rein. Dann reißen wir den hier ab. Moin, Dokolix. So, zack. Das kommt da rein. So, jetzt haben wir das schon mal hier alles. Ja, jetzt können wir dem sagen, er soll den ganzen Kramsel mal sortieren. Bäm. Okay, also, dafür brauchen wir Eisen, Titan und Aluminium. Das wird schwierig gerade mit dem Bohrer. Die Röhren
Stufe 2 sind dafür umso einfacher. Da müssen wir nur jede Menge Silizium sammeln. Na? Ja. Digga, also das ist ja wirklich crazy, Lex. Die geht einen Tag vorher hin und sagt dem Kind den Urlaub ab. Das ist natürlich crazy, ey. Ja, vor allen Dingen alleine. Was ist das denn für eine Ausrede? Dann, ich will lieber alleine fahren. Hä? Fährt mit einem Freund und der Tochter. Hä? Also das, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Lex. Das ist für mich unverständlich. Also warum man das als Mutter macht. Vor allem das Kind vorher fragen, dann freut sich das auf den Urlaub und dann absagen. Aber mit dem Freund und der Tochter fahren, hä? Das, also, das, da, was soll ich dazu sagen, ne? Ja, da oben sind Schwefelfelder. Sieht sehr gut aus, das Game. Habe es mir direkt geholt. G-Time, danke, dass du solche Games immer wieder spielst und den Leuten näher bringst. Großes Lob an dich. Dankeschön. Also generell kann ich zu euch schon mal sagen, also allgemein habe ich mir jetzt sehr viel Gedanken gemacht, weil ich gesehen habe, zum Beispiel auch World of Warcraft, das lief jetzt halt nicht so gut im Stream, ne? Ich will aber gerne solche Games wie WoW auch zocken, um dort Community aufzubauen. Ich glaube, das Problem ist halt nur, wie ich das angegangen bin. Also ich sag ganz offen, ich muss natürlich auch ein bisschen schauen, dass meine Zahlen stimmen. Und ich habe halt eine sehr große Community, gerade in diesen Survival-Games und Simulatorenbereich, ne? Und dementsprechend kann ich natürlich verstehen, die Leute sind dann eher abgeneigt, bei mir zuzuschauen, wenn ich die ganze Zeit sowas wie WoW spiele, weil, ne? Vielleicht sich nicht da jeder für unbedingt interessiert, weil die Leute halt eher aus einem anderen Genrebereich kommen, ne? Die ich habe. Und dementsprechend, ich habe das jetzt so gemacht, ich bin einmal hingegangen, habe einfach mal grob ausgerechnet, was ich so in der Woche an Stunden streame. Ich habe jetzt einfach mal einen Wert von 8 Stunden am Tag genommen, ne, wie jemand, der normal Vollzeit arbeiten geht. Und ich streame aber 7 Tage die Woche, das darf man halt nicht vergessen, ne. Das heißt quasi, also 7 mal 8 Stunden, da bin ich auf einen Wert von 56 gekommen. Das ist so die Stundenzahl, die ich in der Woche streame. 56 Stunden. Und dann habe ich das prozentual jetzt eingeteilt, dass ich gesagt habe, 80% der Streamzeit
sollen bei mir Survival-Games und Simulatoren-Games einnehmen. Das heißt, alles Mögliche, was in die Richtung fällt, ne? Once Human, jetzt Planet Crafter DLC oder zum Beispiel Planet Coaster oder Farming Simulator, whatever. Alles, was so in diese Genre-Richtung geht. Und 20%, das sind ungefähr 11 Stunden davon, da werde ich Games zocken wie World of Warcraft oder so. Dass ich so ein Verhältnis von 80 zu 20 habe. Und ich glaube, dann wird die Community sehr gut bedient, aber ich bringe auch so ein bisschen andere Sachen an die Leute ran. Ich bin momentan sehr, sehr, sehr viel am Überlegen, wie ich mir meine Community aufbaue, sodass ich auch ein langfristiges Wachstum habe und muss dann natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Ach nein, das war das, was mich schneller gemacht hat. Da brauche ich zweimal Stoff und zweimal Aluminium, aber ich habe zwei Aluminium und Stoff gab es in den Kisten. Oh yes, baby. Let's go. Da werden wir gleich losgehen, direkt was holen. Aber Lex, was ist denn zum Beispiel mit deinen Eltern? Die können nicht mit dem Kleinen in Urlaub, weil du hast, glaube ich, gesagt, dein Dad hat was, ne? Der hat sich irgendwie das Bein gebrochen oder so, ne? Ja, das DLC muss man kaufen, kostet 7,99. Weiß man denn, wie lange das ungefähr so ist? Vor allen Dingen, was eigentlich bei dir? Wieso kannst du nicht mit ihm in Urlaub? Oder ist das wegen deinem Fuß auch ein Problem? Ja, 7,19 € ist auch mehr als in Ordnung, finde ich, für das DLC. Also, ich bin auch super bereit, die beiden, das ist ja ein Pärchen, die das Spiel entwickeln, finanziell da auch zu unterstützen. Ich finde das so geil, dass sie so ein DLC gebracht haben. Da freue ich mich richtig drüber. Okay, wir bauen direkt nochmal Solarteile. Ja gut, geldtechnisch wäre jetzt nicht das Problem. Da könnte man zur Not gucken, dass wir hier mit der Community was organisieren. Aber der muss halt jemanden haben, der mit ihm fährt, ne? Das ist das Ding. Da würden wir easy was auf die Beine gestellt kriegen, Lex. Das wäre das geringste Problem. Okay, ich glaube, der Strom, den ich jetzt habe, der sollte erstmal vorausreichen. Ich glaube, ich bin schon wieder viel zu viel am Machen. Oh ja, wir haben über 30 kW Puffer. Das reicht erstmal. So. Wasser, Essen ist jetzt gerade so ein bisschen ein kleines Problemchen, habe ich das Gefühl. Wir gucken mal, was schalte ich denn als nächstes alles frei? Also, Biodom schalten wir als nächstes frei. Das ist natürlich geisteskrank für Sauerstoffproduktion, ne? Hier haben wir den Kernreaktor, der ist auch ziemlich krass. Wir brauchen Nahrungszüchter. Der ist super, super wichtig. Dafür müssen wir halt jede Menge Sauerstoff machen. Und dafür brauchen wir die Pflanzenröhren Stufe 2.
Und für die habe ich jetzt gerade Silizium ohne Ende geholt. Wir haben Eis. Magnesium. Und Eisen. So, und ich habe hier auch, glaube ich, eine 350er Pflanze gehabt. Ja, die kann ich jetzt erstmal reinsetzen. So, und dann sehen wir, der Einzelne produziert jetzt schon 4,2. Guck mal, die machen 0,15. Also die Dinger, die sind richtig räudig hier. Wir müssen die Pflanzen in bessere Röhren stecken. So. Und wir brauchen noch mal ein Eis. Okay, haben wir nicht mehr. Zack. Hier kommen 300er rein. Jetzt haben wir nochmal eine 250er Pflanze. Zack, die kommt hier auch rein. So, Sauerstoff geht jetzt schon viel mehr wieder ab, ne? Der tickt jetzt auf jeden Fall schon mit einer gewissen Geschwindigkeit gerade hoch. So, was wir aber auch auf jeden Fall nochmal brauchen ist, wir müssen gleich Wasser produzieren wieder. Ich bin noch nicht an dem Stand, dass ich Essen und so in dem Volumen nachproduzieren kann, dass ich mir da keine Sorgen drum machen muss. Dementsprechend gehen wir nochmal los, dann holen wir jetzt nochmal ordentlich Eis ran. Ich kann jetzt auch schon größere Touren machen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass irgendwie mein Sauerstoff ausgeht. Sieht man ja jetzt auch, der hält jetzt schon eine gewisse Zeit, ne? Und da, guckt's euch an, der Himmel wird immer blauer. So langsam bildet sich bei uns hier eine Atmosphäre. Sind jetzt gerade eigentlich in NRW Herbstferien oder sowas? Ja? Ey, Digga, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich bin so krank scheiße unterwegs, was das angeht. Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Mein Tag besteht nur aktuell. Ich stehe auf. Dann wird erstmal Sport gemacht, also 5000 Schritte gesammelt. Dann geht's los, Thumbnails machen, Sachen organisieren und planen und allem drum und dran. Dann wird gestreamt. Kurze Mittagspause, wieder 5000 Schritte sammeln, Mittagessen. Es wird wieder gestreamt. Und dann gehe ich ins Bett. Aber ich bin sau froh darüber, dass ich trotz des Open-End-Livestreams, den ich gerade am Laufen habe, ich meine, klar, ich streame jetzt nicht 12 Stunden am Tag, ist natürlich ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Vielleicht der ein oder andere wird den Stream jetzt nicht so fühlen wie die davorigen, aber ich bin sau froh, dass ich diese ganze Routine, die ich mir angeeignet habe, mit dem Rausgehen und so beibehalte. Und das zeigt halt so krass Wirkung. Ich habe das ja vorhin schon erzählt. Ich habe es endlich geschafft,
die 170-Kilo-Marke ist durchbrochen. Ich bin jetzt unter 170 Kilo mittlerweile. Und ich hatte jetzt knapp anderthalb Wochen lang so ein richtiges Plateau, dass ich so auf 171, 172 Kilo festgehangen habe. Und jetzt geht das weiter runter. Also ich denke, die 160 Kilo, das könnte sein, dass ich da schon in Richtung November, Ende November ankommen werde. Aber ich sag's auch so, wie es ist, das ist trotzdem anstrengend. Also, ich habe hier mich mit Julia schon richtig in der Wolle gehabt, weil wir so viel Gemüse essen und ich bin so ausgerastet wegen dem Gemüse. Also wirklich, da, also ich bin nicht wie Trimax. Ich esse ja gern Gemüse, aber ich muss so viel Gemüse teilweise essen, das fuckt mich richtig hart ab. Das bricht mich teilweise. Oh, nice. Nahrungszüchter können wir jetzt machen. Also das große Ziel ist jetzt erstmal für mich 160 Kilo. Und danach will ich auf 120 runtergehen. Ich versuche mir jetzt nicht so direkt ein Ziel zu setzen. Ja, hier 1,75 bin ich groß. Ich will unbedingt 90 Kilo wiegen. Das wäre natürlich absolut mein Traumgewicht. Aber mein Ziel ist halt einfach erstmal so Step by Step, ne? Jetzt als nächstes 160. Dann will ich versuchen, im Laufe des nächsten Jahres 40 Kilo noch abzunehmen. Wobei ich davon ausgehe, dass ich die 120 Kilo schon nächstes Jahr irgendwann im Sommer oder so knacken werde, weil wenn ich 160 Kilo erreicht habe, ab da fange ich an, Fitnessstudio zu gehen. Im Moment mache ich das alles nur durch Schritte sammeln am Tag. Und ich habe gesagt, wenn ich 160 wiege, dann kommt der Schritt, wo ich mich im Fitnessstudio anmelde. Ich sage auch so, wie es ist. Die Diät funktioniert für mich so. 5% ist körperliche Aktivität und 95% findet alles im Kopf statt. Und das ist der härteste Kampf, den ich in meinem Leben jemals geführt habe, gegen mich selbst. Das ist so anstrengend. Wenn du die ganze Zeit jahrelang wie so eine fette Mastsau gelebt hast, dein Körper hat sich da so dran gewöhnt und er will die ganze Zeit, dass du weiter wie eine fette Mastsau lebst. Während du sagst, nein, ich will mich bewegen, dann sagt er, nein, geh essen, leg dich ins Bett, guck eine Serie. Und das ist so ein harter Kampf am Anfang. Ich würde mich lieber irgendwie, weiß ich nicht, im Boxring von Rumatra und Trimax zusammenschlagen lassen, als weiter gegen meinen Kopf zu kämpfen. Das, also wirklich, das verlangt mir alles ab, sag ich so, wie es ist. Freut mich auch, dass die Leute sagen, ey, Riesenrespekt und so, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir das echt wirklich teilweise alles abverlangt. Das ist mit so viel Kampfgeist verbunden. Also danach habe ich wirklich eine Willenskraft wie sonst was, wenn ich das durchgezogen habe. Wir brauchen noch ein Silizium. Bam. So, jetzt können wir noch eine Pflanzenröhre hier hinballern. Zack. Jetzt geht die ganze Kiste noch mehr ab. Ey, das ist so krass am Laufen hier. Und wir sind jetzt gerade mal 2 Stunden am Start, Leute. Dass ich... Also, holy moly, das macht richtig Bock, das Game wieder, ne? Alright. Also. Das ist hier schon gut am Ausrasten. Ich meine, 175.000 Terraforming, das ist schon relativ viel. Wir haben jetzt gerade mal gleich 100. Also wir sind noch sehr weit von dem entfernt, wo wir hin müssen. Wir müssen aber gucken, dass wir an Nahrungsdings kommen. Minus 15 die Sekunde. Boah. Da, ich muss die Stufe 2 Sonnenkollektoren machen und ich muss Nahrungszüchter bauen, ne? Die brauchen wir. Da brauche ich auch Wasserflaschen und so ein Kram für. Okay, ich habe ein Sauerstoffdings. Warte mal, wir gucken mal. Hier haben wir noch 2. Ich mache mir nochmal 2 Sauerstoffflaschen und dann machen wir jetzt eine Tour. Wir müssen eine Tour machen, Leute. Ich muss auch durchziehen, Saftbockwurst. Das ist essentiell für das, was ich vorhabe mit meiner weiteren Twitch-Karriere. Und ich will massiv in den IRL-Bereich noch reingehen.
Ich habe richtig Bock, zum Beispiel mit euch on Stream in verschiedenste Restaurants oder so zu fahren oder Imbissbuden und dort einfach Essen zu probieren und zu bewerten und alles. Dafür alleine brauche ich schon eine gewisse Routine. Sonst werde ich ganz schnell wieder zur Mastsau. Das geht nicht anders. Shit, ey, ich brauche unbedingt was zu fooden hier. Ja, okay, wir haben ja jetzt schon mal auf jeden Fall so Auberginensamen gefunden. Die kann ich gut zum Anpflanzen nehmen, aber wir müssen trotzdem jetzt erstmal schauen. Ich glaube, da hinten war noch eine Kiste, die hatte ich aus der Ferne gesehen. Da ist auf jeden Fall noch eine, da gehen wir hin. Okay, Food ist erstmal wieder gelöst ein bisschen. Hier haben wir nochmal Auberginensamen. Sehr geil. Alright, wir gucken uns jetzt mal um. Da ist auf jeden Fall Schwefelgebiet. Da haben wir noch eine Kiste. Hier ist auch irgendwas Interessantes. Da gehen wir mal hin. Ist auch wieder so ein Rover, ne? Der hat eine 300er Pflanze dran gehabt. Okay. Da ist auch nochmal eine Kiste. Wir haben hier sehr viele Kisten. Das ist schon gut. Pilzsamen. Okay, hier haben wir 200-300er Samen drin. Mehr Auberginen nehme ich jetzt auch nicht mit erstmal. Okay, Sauerstoff. Mussten wir jetzt den ersten nutzen. Zwei haben wir noch. Aluminium muss mehr aufgestockt werden. Ich brauche viel mehr Aluminium. 200er, okay. Oh, warte, hier haben wir was Wasser. Das nehmen wir mit. Wir gehen mal hier hoch. Boah, hier ist richtig am Dampfen. Oh, das sieht interessant aus. Ist das Bauxit oder so? Kann mit Sprengstoff zerstört werden. Das sieht nach Bauxit aus. Iridium. Boah, ist das hier am Dampfen? Was ist das denn? Okay, da hinten läuft schon Lava. Also es scheint hier ein riesen Lava-Biom zu geben. Hier liegt Bauxit. Wichtig. Wir nehmen ganz viel Bauxit mit, so viel wie es geht. Und Iridium nehmen wir auch mit. Iridium. Hier haben wir nochmal Iridium. Noch ein Iridium. Let's go. Hier haben wir wieder Bauxit. Inventar ist voll. Okay, ich trinke was. Und das kann ich eh schon machen, essen. Hier oben ist eine Kiste. Wenn er am Bauplan drin ist, hat der Vorrang. Dann nehmen wir den auch mit. Okay, ist nicht. Das Essen lasse ich erstmal drinne. Gab es hier Fall Damage? Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir nochmal einen Bauxit. Nehmen wir auch direkt mit. Geil. Bauxit ist sehr gut, Leute, weil jetzt können wir den Erzspalter Stufe 2 bauen.